Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr Instagram-Story-Ads ganz einfach schaltet. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Die beste Story-Ad bringt euch nichts, wenn ihr nicht wisst, wer diese sehen soll und ihr dadurch die falschen Leute erreicht. Deswegen ist die Bestimmung der Zielgruppe eins der wichtigsten Dinge, die ihr getan haben solltet, bevor ihr mit eurer ersten Instagram-Story-Ad startet. Nur so könnt ihr genau auswählen, wer eure Werbung am Ende sehen soll. Wenn ihr das getan habt und auch schon den passenden Content für eure Anzeige habt, dann gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch, wie ihr die Story-Ad online bekommt. Um Werbung als Story zu schalten, solltet ihr niemals die Funktion hervorheben auf Instagram benutzen. Wenn ihr Story Ads schalten möchtet, dann benutzt unbedingt den Facebook Ad Manager. Denn darüber habt ihr viel mehr Möglichkeiten, eure Zielgruppe auszuwählen. Um den Facebook Ad Manager zu nutzen, braucht ihr ein Instagram Business Profil. Außerdem muss euer Instagram Account mit eurem Facebook Account verknüpft sein. Wenn ihr das noch nicht getan habt, müsst ihr das erst vorab erledigen. Geht dann auf business.facebook.com und klickt auf der linken Seite auf Werbeanzeigen. Dadurch öffnet sich das Ad Center, über welches ihr auf den Werbeanzeigenmanager kommt. Jetzt seht ihr eine Übersicht mit drei Punkten: Kampagnen, Anzeigegruppen und Werbeanzeigen. Wir bleiben hier in der ersten Registerkarte Kampagnen und klicken oben links auf Erstellen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem ihr auswählen müsst, was das Ziel für die neue Kampagne ist. Möchtet ihr zum Beispiel Markenbekanntheit und mehr Follower auf Instagram oder möchtet ihr, dass die Leute auf eure Webseite gehen? Dann wäre es in dem Fall Traffic. Wir nehmen hier als Beispiel Traffic und klicken auf Weiter. Hier können wir jetzt den Namen der Kampagne festlegen. Die Funktion AB-Test lassen wir hier jetzt einmal aus, da diese Funktion genutzt wird, um verschiedene Anzeigen auf den Erfolg zu testen. Wenn ihr nach unten scrollt, kommt ihr zur Budgetoptimierung. Diese könnt ihr auch nutzen, wenn ihr mehrere Anzeigen erstellen möchtet. Facebook verteilt dann automatisch euer festgelegtes Budget auf die am besten performenden Anzeigen. Ihr könnt euch dabei für einen täglichen Betrag entscheiden oder einen Betrag für die ganze Kampagne festlegen. Da wir aber in diesem Video nur eine Anzeige erstellen, lassen wir diesen Punkt aus und klicken auf Weiter. Jetzt gelangen wir zu der Anzeigegruppe. Als erstes wählen wir noch einmal aus, wo genau der Traffic hinführen soll. Wir nehmen als Beispiel zu einer Webseite. Die nächsten Punkte, dynamische Anzeigegestaltung und Angebot, könnt ihr überspringen. Nun legt ihr ein Budget und einen Zeitplan fest. Ihr könnt zwischen einem Laufzeitbudget oder einem Tagesbudget wählen und festlegen, wann die Kampagne starten soll. Optional könnt ihr auch schon das Ende festlegen. Weiter unten kommen wir zu einem sehr wichtigen Teil, die Bestimmung der Zielgruppe. Hier legt ihr fest, wer die Anzeige sehen soll, durch Dinge wie Alter, Standorte und Sprache. Beim detaillierten Targeting tragt ihr Interessen, Demografie oder Verhaltensweisen eurer Zielgruppe ein, um eure Werbung noch genauer zu schalten. Schaut die Vorschläge durch und wählt die passenden aus. Beim letzten Punkt der Zielgruppe könnt ihr Verbindungen auswählen. Wenn ihr zum Beispiel viele neue Nutzer erreichen möchtet, die eure Seite noch nicht kennen, könnt ihr auf Personen, die Menschen ähneln, denen deine Seite gefällt, klicken. Wenn ihr eure Auswahl getroffen habt, kommt ihr zu der Platzierung. Hier müsst ihr unbedingt die manuelle Auswahl treffen, denn nur so könnt ihr einstellen, dass es am Ende auch eine Story-Ad auf Instagram wird. Entfernt also alle Haken bis auf Instagram. Auch im unteren Bereich müsst ihr alle Platzierungen entfernen, außer die auf Instagram Stories. Klickt auf Weiter, um zum letzten Teil zu gelangen, den Werbeanzeigen. Hier müsst ihr noch einmal prüfen, ob das richtige Facebook-Konto und der richtige Instagram-Account ausgewählt ist. Weiter unten geht es zu den Werbeanzeigen-Einstellungen. Hier wählt ihr das Format einzelnes Bild oder Video aus. Scrollt nach unten und fügt in der Anzeigegestaltung eure Medien ein. Stellt dabei sicher, dass eure Medien das Story-Format haben. Benutzt kein Querformat, da ihr sonst wichtigen Platz verschenkt. Hier fügt ihr auch den Link ein, der durch die Swipe-Up-Funktion zu eurer Webseite führen soll. Und als letztes wählt ihr einen passenden Call-to-Action-Button aus. Rechts seht ihr nun eine Vorschau von der Story-Ad, wie sie auch auf Instagram erscheinen würde. Klickt als letztes auf Veröffentlichen und schon ist eure Anzeige online. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder meldet euch bei den Experten von eBakery. Die passende Seite dafür haben wir oben für euch verlinkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr in Zukunft keine Tipps mehr von uns verpassen möchtet, dann abonniert jetzt unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.